Hallo zusammen, hier ist wieder Chalan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, was ein wenig länger dauern kann. Und zwar finden wir das einmal unter Ruf und dann Dragonflight. Und hier haben wir den Erfolg Beste am Platz. Und was müssen wir dafür machen? Wertet eure Angelausrüstung von Iskara vollständig auf. Und das sind insgesamt 5 Sachen. Harpunengriff, Harpunentau, Fischernetzknoten, Harpunenspitze und Fischernetzgewichte. Die brauchen wir alle. Und ja, was ist das für ein Zeug und wo müssen wir da am besten hin? Also, wir müssen als erstes einmal in das Azurblaue Gebirge. Und zwar haben wir hier unten ja die Fraktion der Iskara. Oder Tuska von Iskara auf den Koordinaten 12, 49. Und hier ist es so, dass wir dementsprechend bei dem Kollegen hier verschiedene Sachen bauen können. Ganz am Anfang bauen wir ein Netz, das ist das allererste, was wir machen. Und später bauen wir dann noch eine Harpune. Beim Netz ist es, glaube ich, so, dass wir direkt hier eine der ersten Quests haben. Dann müssen wir irgendwas aus dem Lager hier holen und es abgeben. Dann können wir das Netz bauen. Und die Harpune, da brauchen wir dann 3 Items, die wir dementsprechend in der Zone finden können. Dazu habe ich auch schon einen Videoguide gemacht. Das werde ich jetzt hier nicht nochmal alles genau zeigen. Aber wie gesagt, die beiden Items müsst ihr im Grunde schon mal bauen, dass ihr dementsprechend hier weiterkommt. Falls ihr die Harpune noch nicht habt, wie gesagt, da habe ich ein Video zu gebastelt, werde ich euch einmal verlinken. Ihr braucht hier auch ein bisschen Ruf bei den Iskara, dass ihr das Sachen bauen könnt, dass es hier freigeschalten wird. Ich bin mir jetzt, genau, das Fischernetz kann man ab Stufe 5 bauen. Das ist dann ganz am Anfang. Und die Harpune, die könnt ihr ab Stufe 7 bauen. Später wird die dann, glaube ich, auch nochmal ein bisschen verbessert. Irgendwo war das. Genau, hier gab es dann Fischernetz Stufe 2 und dann gab es, glaube ich, auch nochmal die Harpune auch noch auf Stufe 2. Also wenn ihr auf 18 seid, dann könnt ihr die beiden Sachen schon mal auf Stufe 2 haben. Dafür müsst ihr dann auch nur ein paar kleine Ressourcen noch sammeln. So, und jetzt gucken wir uns das an, wenn ihr das alles erledigt habt, also schon hier ein bisschen Ruhm habt, eure Harpune habt und euer Fischernetz. Und dann sieht die Sache nämlich so aus, dass ihr anfangen könnt, das Ganze aufzuwerten. Und mit dem Aufwerten gibt es insgesamt 5 Sachen, wie ihr seht. Das sind grüne Items. Nach den grünen Items wiederum gibt es dann auch noch blaue Items, die ihr auch noch upgraden könnt. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal Materialien. Wie ihr seht, hier brauchen wir Draconium-Nuggets einmal. Dann brauchen wir hier Eisenbaumzweig. Was brauchen wir hier noch? Zerfledderte Imbunetz. Dann starke Seeranke und salziger Servit. Das sind die 5 Materialien. Ihr seht schon, ich habe einen Haufen hier im Inventar. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, okay, die kriegt man jetzt alle aus unterschiedlichen Quellen. Ja, nicht ganz. Und zwar, eigentlich kriegt man sie alle aus denselben Quellen. Wir können nämlich, während wir hier bei den Tuska den Ruhm erhöhen, verschiedene Angelplätze freischalten. Jetzt muss ich auch nochmal gucken, wann die jetzt genau waren. Da hat man nämlich dann verschiedene Sachen. Genau, hier Hochlandfischen, das ist ab Stufe 6. Da können wir in hohen Gewässern angeln. Dann gibt es da nämlich Schwärme und wir können spezielle Fische kriegen. Das wird relevant. Dann haben wir später irgendwann Lavafischen. Nee, Eisfischen haben wir hier als nächstes bei 10. Und dann müssten wir irgendwann noch Lavafischen haben. Genau, Lavafischen. Diese 3 Sachen sind relevant. Aus allen diesen 3 Quellen können wir nämlich sämtliche Sachen einfach rausangeln. Und ja, wo sind die Sachen? Frostfischen ist quasi überall da, wo Eis ist. Hier zum Beispiel am Azurblauen Gebirge. Und da sind dann einfach, weil ihr Frostfischen freigeschalten habt, Löcher. Das seht ihr auf der Map auch mit so einem Fischsymbol markiert. Könnt ihr hingehen, aufhacken und da reinangeln. So einfach. Dieses Hochlandfischen ist hier an diesen Spots hier oben auf den Bergen drauf. Dort seht ihr dann spezielle Schwärme. Da könnt ihr auch reinangeln. Und das Lavafischen, naja, das ist einfach hier in der Lava. Da seht ihr auch spezielle Schwärme. Dann in der Lava könnt ihr auch reinfischen. Und jetzt gilt es einfach, in einen dieser 3 speziellen Schwärme zu angeln. Das seht ihr auch bei diesen Items hier nochmal. Wird dazu verwendet, um die Harpune von Iskara zu fassen. Bringt es zu Tavio in Iskara. Kann in Hochland, in Eislöchern oder in Lavapfützen der Dracheninseln geangelt werden. Und es steht bei allen diesen Items dran. Ihr müsst einfach in diesen 3 Special-Dingern reinangeln. Hochland könnt ihr als erstes machen. Und ich persönlich habe es so gemacht, dass ich hier oben, hier bei dem See und bei dem See, bestimmt ist hier auch noch was dran, da ist jeweils 1 oder 2 Schwärme sind da dran. Ich bin hingegangen, Schwarm leer geangelt, rübergeflogen, Schwarm leer geangelt, dann, man kennt's, ne, man geht hier ins Tool rein, bei Quests, wenn wir jetzt in Azurblaues Gebirge sind, gibt Azur ein und hoppt. Gut, es ist hier 4:30 in der Früh, deswegen sind hier keine Gruppen drin, aber im Normalfall, wenn ihr das zu nicht so ganz unchristlichen Seiten macht, sondern einen Haufen Gruppen drin,
Ihr könnt hoppen und dann könnt ihr einfach an einem Spot quasi diese Dinger mitnehmen, die kompletten Schwärme leer angeln und dann kriegt ihr dieses Zeug. So, jetzt denkt ihr, wie lange dauert das? Ist das eine langfristige Sache? Ja, ich habe für die Sachen, die ich hier im Inventar habe, habe ich 13 Stunden geangelt. Das ist jetzt nicht so, ihr angelt mal 5 Minuten, ihr habt das Zeug, die droppen ziemlich beschissen, die Sachen. Und ihr braucht von jedem von diesen Teilen 9 Stück. Ihr seht, von manchen habe ich jetzt hier 17. Da ist quasi immer der kleinste von diesen Dingern entscheidet, wie lange ihr noch weiter angeln müsst. Ne? Hatte ich von denen halt wesentlich mehr als von den anderen hier. Das waren meine beiden letzten. Da habe ich jetzt 9, 9, 11, 17 und 12. Ne? Wenn ihr von allen 9 habt, seid ihr quasi erlöst und müsst nicht mehr angeln. Nebenbei zieht ihr einen Haufen blaue Specialfische raus. Also sowohl aus dem Hochlandfischen gibt es spezielle Fische, aus dem Lavafischen und aus dem Eisfischen. Ihr könnt natürlich selbstverständlich auch zu Lavafischen gehen und da aus den Schwärmen angeln oder aus dem Eis. Das bleibt euch überlassen. Ich kann jetzt auch nicht wirklich sagen, das eine ist besser als das andere. Ich fand meine beiden Spots hier oben eigentlich relativ entspannt. Da waren nicht sonderlich viele Leute. Da waren eigentlich immer auf jedem Server die Spots da. Und ich konnte relativ entspannt angeln. Schaut euch nebenbei eine Serie an. Mittlerweile kann man ja auch mit einem einem Key die Angel rein rausziehen. Ich kann euch das mal zeigen. Also man kann ja einen Hotkey belegen für mit irgendwas interagieren. Ich kann euch jetzt mal zeigen, wenn ich jetzt hier rein angel. Machen wir einen kleinen Angel-Exkurs. Vielleicht wusstet ihr das noch nicht. Okay, da schwimmen wir. Ist das Wasser hier zu seicht oder geht das? Also ich habe jetzt mit einem Key quasi die Angel ausgeworfen. Ich habe das auf dem Mausrad, falls euch das interessiert. Und jetzt müssen wir ja warten, bis da quasi was anbeißt. Normalerweise müssen wir ja draufklicken, ne? Jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, es beißt was an. Düm, 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 düm. So, jetzt drücke ich einen Key und ihr seht, ich kann es rausangeln, ohne drüber zu fahren. Ich habe da halt einfach mit Ziel interagieren, quasi gebindet auf irgendeine Taste und dann kann ich quasi einfach, ohne drüber fahren zu müssen, die Angel auswerfen und wieder einfangen. Man muss halt bloß quasi Richtung des Köders gucken. Das könnt ihr übrigens auch mit Kisten und allem möglichen anderen machen, auch mit NPCs. Ich kann quasi auch den NPC hier anklicken. Muss nicht nochmal draufklicken, mit Ziel interagieren und quatsch den an, ne? Also da kann man einiges machen, das hat Blizzard auch jetzt mit Dragonflight wesentlich verbessert und da geht einiges. So, also wir haben jetzt unsere neuen Items hier zusammengesammelt und haben sowohl unsere Netz einmal gebaut, als auch einmal die Harpune. Und jetzt können wir hergehen und diese ganzen Sachen einmal bauen. Ihr seht, das braucht hier 3, das braucht 3, 3, 3 und 3. Also im Moment für die erste Upgrade brauchen wir erst immer 3, ich stelle das jetzt mal alles her. So, das erste Ding haben wir einmal hergestellt, dann bauen wir das zweite Ding. Das bauen wir dann noch. Das Netz bauen wir noch. Was brauche ich jetzt noch als letztes? Das hier. So, die kriege ich dann auch, soweit ich das sehe. Hallo, ich will das herstellen. So, die kriege ich auch nirgends jetzt ins Inventar oder so, die werden einfach hergestellt. Es kommt zwar, ihr haltet Gegenstand, aber ich sehe die jetzt hier tatsächlich nicht. Und die Geschichte ist, jetzt kriegen wir weitere Ausrüstungsteile und die benötigen auch wieder die Mats. Bloß jetzt brauchen wir von jedem von diesen Matt-Dingern 6 Stück. Deswegen meinte ich, ihr solltet euch 9 besorgen. Dann könnt ihr nämlich das zweite Upgrade-Teil auch holen. Fürs Achievement haben wir nämlich noch gar nichts an der Stelle. Heißt, das will ich nicht abgeben. Sehr willkommen. Ich habe vieles, das euch interessiert. Ach, ich habe noch hier mein automatisches Abgebedings am Start. Das wäre jetzt bitter gewesen, wenn ich das abgeben würde. So, und zwar können wir jetzt die blaue Version von jeweils von dem Upgrade-Sachen bauen. Und hier ist es jetzt so, dass wir neben diesen 6 Mats von den alten Materialien auch noch 2 extra gebrauchen. Beziehungsweise 3 insgesamt. Also wir brauchen bei jedem hier eine Materialie. Und von dem einen hier brauchen wir 3, vom anderen brauchen wir 2. Was ist das jetzt? Wir haben einmal Katskorit-Draht und dann haben wir Katskorit-erfülltes Harz. Und diese Sachen kriegen wir jetzt von den Angellöchern. Die Angellöcher sind auch was wir über den Ruhm freischalten können. Und zwar, seht ihr hier, schalten wir damit ein Angelloch frei. Und ich glaube, später schalten wir noch ein zweites Angelloch irgendwo frei. Keine Ahnung, wann das ist. Ist aber auch relativ wurscht jetzt. Die Angellöcher, was ist das? Angelloch ist quasi auf der Map hier ein Angelloch, wo ihr ein paar Dailies erfüllen könnt und ein paar andere Aktivitäten noch absolvieren könnt. Es sind eigentlich immer 2 ab. Ich habe jetzt zum Beispiel hier unten 1 und aktuell hier 1. Es gibt aber auch noch andere Spots, wie zum Beispiel hier oben gibt es noch einen Spot und in der Lava gibt es einen Spot und irgendwo unter Drassus muss auch noch ein Spot sein, den habe ich aber bis jetzt noch nicht tatsächlich abgehabt.
Was können wir bei den Angellöchern machen? Wir können, wie gesagt, Dailies machen, wir können Fische abgeben und so. Wir können aber auch Netze aufstellen. Und ich habe meinen Hexer auf dem zweiten Account schon mal abgestellt, an einem von den Angellöchern. Ihr seht hier in der Küste des Erwachens. Und hier haben wir unter anderem Netze, die wir aufstellen können. Und dann ist es so, dass wir, ein Netz können wir, glaube ich, sofort aktivieren. Das andere, da hinten ist noch eins. Das müssen wir dann quasi eine Daily machen, dass wir es freischalten. Für die Daily muss, glaube ich, das hier relativ gut gefüllt sein, sonst können wir die nicht machen. Aber auf jeden Fall, wenn wir die aufgestellt haben, dann dauert es 10 Stunden, dass man sie wieder abholen könnte. Wenn wir die Angelnetze verbessern, geht, glaube ich, die Zeit runter. Ich glaube, irgendwie auf 6 Stunden und dann, wenn wir es nochmal verbessern, auf 4 oder so. Zumindest wurde mir das gesagt. Ist aber jetzt nicht so relevant, man kriegt da nur ein paar Fische raus, aber wir können auch eine von den Materialien rauskriegen. Und wenn wir das jetzt aufmachen, ja gut, das war jetzt zum Zeigen nicht gut, da war es jetzt zum Beispiel nicht drin. Ich weiß nicht, ob ich das da hinten auch hingestellt habe. Ah ja, das kann ich auch aufmachen, vielleicht ist es ja da drin. Nee, da ist auch nicht drin, haben wir nur ein paar Fische. Und seht ihr, jetzt will ich das hier wieder setzen, geht aber nicht, weil ich die Quest nicht gemacht habe. Ich glaube, das andere, das geht aber immer, oder? Ja, das geht. Das geht immer, dann kann ich das Netz wieder einmal basteln und dann seht ihr hier einen Timer, 10 Stunden dauert es. Ach, haben die das verbessert? Das war letztens noch, dass es die Sekunden angezeigt hat, da waren es dann 36.000 Sekunden und jetzt hat man tatsächlich einen richtigen Timer, aber ich fand das immer blöd, weil muss man es immer umrechnen, wenn es halt irgendwie 24.325 waren, dann weiß ich nicht, wie viele Stunden das ist, dann war ich immer dran gehockt und habe im Taschenrechner das durch 60 und nochmal durch 60 geteilt, dass ich wusste, wann ich wieder herkomme. Genau. Aber hier könnt ihr eine von den beiden Materialien rauskriegen und zwar müsste das sein, was 2 braucht, Katskuriddraht. Und das könnt ihr halt am Tag quasi, wenn ihr noch den ersten Upgrade habt, quasi einmal holen, 10 Stunden Abklingzeit hat das Ganze und eine relativ kleine Chance, dass es drin ist. Das Schöne ist, das Ganze ist Battle.net Account gebunden und ihr könnt theoretisch mit einem Haufen Chars diese Netze auslegen und wenn ihr es mit irgendeinem drin habt, dann zu eurem Main schicken und habt dann die Sache. Diese anderen Materialien sind übrigens auch Battle.net Account gebunden, die könnt ihr auf jeden Char, auf jedem Server von eurem kompletten Battle.net Account schicken, von Horde zu Allianz und umgekehrt, ist vollkommen egal. Genau, also da wisst ihr jetzt, wo ihr das erste herkriegt. Und das zweite, Katskurit erfülltes Harz, das kriegen wir auch, indem wir uns quasi ein bisschen Lunker rausangeln. Das ist auch wieder hier an dem Angelloch. Und zwar haben wir hier hinten so eine Statue, nenne ich es jetzt einfach, Sichtung eines großen Oschis. Und hier kann man große Oschis rausziehen. Wie funktioniert das? Ihr braucht so komische Muscheln, hier, ominöse Muschel. Die werfe ich rein und dann kommt so ein gigantischer Drescher. Den kann ich dann mit der Harpune ranziehen. Ich glaube, der Char hat hier nicht meine Harpune. Ja, gut, hat er gelitten, egal. Auf jeden Fall könnt ihr theoretisch einfach mit diese Muschel reinschmeißen und kriegt diese Drescher. Jetzt ist es mit einer relativ kleinen Chance so, dass ihr keinen gigantischen Drescher kriegt, den ihr übrigens auch für ein paar Achievements braucht, aber da habe ich auch schon ein paar Videos gemacht für, sondern ein Rare rausspawnt. Und es können insgesamt 3 Rares pro Tag hier, oder es können, die können so oft spawnen, wie sie wollen, aber ihr könnt die nur 3-mal looten, ne? Kennt ihr, wie das bei den Rares ist. Und zwar gibt es einen Wassertropfen, eine Hydra und einen Frosch. Und die könnt ihr halt alle pro Tag einmal looten, also habt einmal eine Loot-Chance pro Char. Und da, aus diesen kann das andere Zeug rauskommen. Es hat aber nur eine 10%ige Chance. Heißt, es kann sein, dass ihr da ein paar Tage lang das machen müsst. Theoretisch, habt ihr sich ja vorher aufgepasst, das ist Battle.net-Account gebunden. Heißt, ihr könntet das mit mehreren Chars machen und euch hier hinstellen, diese Muscheln reinzuschmeißen. Schon mal sogar eine Chiefin mit dem Twinkie gekriegt. Und hoffen, dass ihr halt dementsprechend so ein Rare kriegt, haut den um und dann kriegt ihr dementsprechend eure Materialien und zwar Katskurit erfülltes Harz. Jetzt ist es aber so, dass ihr vielleicht nicht selber so viele Muscheln habt und dementsprechend vielleicht lieber in eine Gruppe geht. Die Muscheln bekommt ihr übrigens zum Beispiel über Angeln raus. Also wenn ihr angelt, sind die ab und an nebenbei drin. Also und dafür müsst ihr eh viel angeln. Also kriegt ihr im Normalfall einen Haufen Muscheln zusammen. Ihr könnt euch das aber einfach machen, wenn ihr ins Tool geht, bei Benutzer definiert. Da wird jetzt nichts drin sein, weil wie gesagt, wir haben 4:30 am Morgen. Da wird jetzt nicht viel am Start sein. Aber wenn ihr jetzt hier Lunker eingibt, Tatsache, um 16:30 sind da, ist da trotzdem eine Gruppe drin mit fast 30 Leuten, alles klar. Also hier eine Farmgruppe Lunker. Ich kann da mal vielleicht mit meinem Hexer reingehen, die sind da bestimmt dort, wo ich rumstehe. Dann seht ihr das vielleicht mal, wie das aussieht, falls ihr das nicht kennt. Und zwar Lunker. Schauen wir mal, ob sie mich einladen.
Und wie läuft das in solchen Gruppen? Naja, es stehen halt hier alle Leute dran. Alle haben ein paar von diesen Muscheln und schmeißen die halt rein. Und dann spawnen halt einen Haufen so Viecher. Ihr seht das schon, da stehen alle. Die ziehen sie mit den Harpunen ran. Und dann können alle die looten. Ach, schau mal, da haben wir doch schon so ein Viech. Das ist so einer, der so ein Teil droppen kann. Das ist der Frosch, den ich meinte. Und ja, wenn da natürlich 30, 40 Leute dran stehen, alle in Muscheln reinschmeißen, dann ist es halt relativ wahrscheinlich, dass auch ein Rare kommt, ne? Weil dann ewig viele Viecher die ganze Zeit kommen und dann könnt ihr das entspannt farmen. Also da sind eigentlich fast immer Gruppen am Start, ne? Auch zu unchristlichen Uhrzeiten. Genau, und sobald ihr dann die ganzen Materialien zusammen habt, könnt ihr die letzten Teile bauen und das machen wir jetzt mal. Oh ne, das will ich nicht abgeben. Was habt ihr anzubieten? Halt, stopp. Und zwar können wir jetzt hier quasi dann die ganzen blauen Sachen einmal bauen, jeweils eine blaue Materialie und 6 von den grünen Materialien brauchen wir. So, dann bauen wir das alles und dann müsste das dann einmal aufploppen, das Achievement. Diese Upgrade-Teile machen unter anderem halt, dass man mit dem Netz quasi das öfter in der Frequenz abholen kann. Das müsste eigentlich auch alles Battle.net-Account-weit sein. Heißt, ihr könnt dann, glaube ich, alle 4 Stunden eure Netze abbauen. Ihr habt ja gesehen, da waren 14, 15 Fische drin in den Netzen. Kann man natürlich mit ein paar Chars machen. Ob es einem das den Aufwand wert ist, kann man das halt öfter am Tag machen. Und ich glaube, die Harpune, macht man irgendwie die Reichweite, erhöht man und noch ein paar andere Sachen. Ich habe mir das jetzt ehrlich gesagt nicht so genau durchgelesen, weil, ehrlich gesagt, ich bastel das nur fürs Achievement. Ob man die danach noch großartig benutzt, die Harpune und das Netz, ist jedem selber überlassen. Aber ja, Achievement ist damit abgeschlossen und ja, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Probleme mit der Harpune habt, dass ihr die jetzt im Grunde noch nicht gebaut habt, beziehungsweise die zweite Verbesserung, dann würde ich euch das Video nochmal empfehlen, wo ich das erkläre. Und dann würde ich sagen, war es das, was ich euch dazu zeigen kann. Ist jetzt eh schon länger geworden, als ich wollte. Aber ja, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen was mitgeben. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.